Wir haben ja immer noch eine Möglichkeit, einem zuzusagen, gerade Krebspatienten. Mhm. Da haben wir das Angebot, wo wir sagen, okay, kannst du sagen, der soll jetzt am Wochenende kommen, wenn wir ein Heimspiel haben oder erst in 2 Wochen. Dann schieben wir haben noch mal Lücken. Da drüben haben wir, da ist ein Kuchenstück da hinten, da können wir immer irgendwie noch jemand hinschieben. Mhm. Und dass der Mann oder die Frau oder das Kind das Spiel noch sehen können. Hallo liebe Beate Trautmann, du wirst bei Mainz 05 Beauftragte für die Fans mit Behinderung. Und darüber und auch ein bisschen darüber, wie du mal zum Verein gekommen bist, wollen wir heute sprechen. Erstmal vielen lieben Dank, dass du alles die Zeit gut für uns hast. Alles gut. Wie bist du denn selber mal erst als Fan zum Verein gekommen, also noch gar nicht mit eurem Team? Durch meine Familie, meines Sohnes, der beim Williges Gymnasium war, der 05er Fan war, der Mitglied war. Und somit kam dann immer eins zum anderen und dann ja, durch Axel Feldmeier. Wir sind zusammen auf Tagungen dann gefahren und somit ist es dann zustande gekommen. Wie war das damals am Bruchweg? Ah ja, das war schon toll. Das war, die Spieler kamen, alle haben mal abgeklatscht, wenn die Spiele rum waren. Aber es gingen halt nie viele Rollis hin. Mhm. Ja, also das war nur die eine gerade. Guck mal, wenn du jetzt mal hier schaust, wie viele hier hingehen. Und das war halt immer so ein bisschen, wo man gesagt hat, oh Gott, jetzt müssen wir den streichen, den streichen, den streichen. Dauerkarten konnten wir fast gar nicht vergeben. Das war halt dann ein bisschen sehr gering, ne, von den Rallyes her. Und dann seid ihr ja in die Planungen für das Stadion hier auch mit einbezogen worden, oder? Was so die Bedarfe sind. Das hat alles aber Axel gemacht noch damals, weil der ja festangestellt war und hat dann alles die Wege geleitet mit dem Blindenleitsystem und hier und das die Sitzplätze. Und das hat alles noch Axel gemacht, ja. Muss man vielleicht dazu sagen, dein Kollege Axel, den du jetzt gerade ansprichst, der ist leider mittlerweile verstorben. Genau. Du bist jetzt die eine, die eben mit einer kleinen Stelle das beim Verein macht. Zusammen mit den Ehrenamtlichen. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Wie viele Plätze habt ihr denn hier? Wir haben hier 130 Rolliplätze. Mhm. Wir haben aber genauso noch da drüben bei den, im Q-Block, das sind glaube ich 8 Plätze, was wir noch haben. Und das ist halt wunderbar, weil hier, wie gesagt, 13 Karten gehen an die Gäste. Mhm. Gäste bestellen ja auch immer. Und dann können wir hier toll Leute unterbringen. Also 130 Plätze für Fans, die im Rollstuhl sitzen, plus eben jeweils eine Begleitperson. Und was du gerade angesprochen hast mit dem Q-Block, muss man vielleicht dazu sagen, ist eine absolute Besonderheit in Deutschland in Stadien. Und die Idee ist, wenn ich das richtig verstehe, eben die, dass man, ich sag mal, nicht ausschließlich so Insellösungen hat, sondern dass Fans auch sagen können, Mensch, ich bin beispielsweise Mitglied der aktiven Szene. Genau. Ich möchte nicht hier auf diese Plätze, ich möchte zu meinen drüben. Leuten. Genau, ganz genau. Wir haben da schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ihr habt eben dieses Team barrierefrei. Ja. Ihr habt auch einen wunderschönen Treffpunkt draußen. Wer hat den denn so schön gestaltet? Das waren aus die Szene drüben gewesen. Mhm. Die haben das alles gemalt. Die haben den Axel, die haben den Hund von Marco drauf, das Team barrierefrei drauf. Das ist wunderschön geworden. Das haben wir denen zu verdanken. Und ist denn die Nachfrage insgesamt so, dass ihr das bedienen könnt oder ist die Nachfrage in der Regel höher? Also momentan geht's klar, bei Bayern, Dortmund, Frankfurt ist halt die Nachfrage sehr, sehr wie hoch. Wie überall im Stadion. Genau, genau. Aber ansonsten ist es alles okay. Das, was du gerade angesprochen hast, da habt ihr auch ein bisschen Infos noch auf der Homepage dazu. Also da geht es wirklich darum, dass ihr eben auch das Angebot habt für Menschen, wo man eben weiß, die sind im Prinzip in der allerletzten Phase ihres Lebens und da geht es vielleicht auch schon nur noch um Tage oder um 1-2 Wochen. So ist es. Und die haben den großen Wunsch, nochmal ein Spiel zu sehen. Also wir hatten jetzt mal, ich glaube, das war schon vor Corona, da hatten wir eine Frau gehabt, die hat rote Haare gehabt. Die sah also wirklich nur mal so, eigentlich so vom Aussehen her, wo du nicht gedacht hast, dass sie nächsten Tag sterben wird oder übernächsten. Und die hat dann das Training im Bruchweg mitgemacht und war hellauf begeistert. Ja, wir sehen uns Samstag und dann kam es nicht mehr dazu. Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Aber das ist wirklich, und das machen wir dann möglich, was möglich dann da zu machen ist. Ne? Und wir haben schon gesagt, bei euch im Team barrierefrei sind sehr viele Ehrenamtliche. Was ist denn so deren Motivation? Haben die einen Bezug zu dem Thema? Kennen die dich? Wie sind die da reingekommen? Ja, das ist also, die eine hat ein behindertes Kind. Die würde, dann hat mich mal angesprochen, ich würde gerne bei euch helfen. Die anderen, die arbeiten, der Mann im Antonishaus in Hochheim mit behinderten Menschen, die haben auch gesagt, sie interessieren sich für Fußball, sie würden gerne zu mir ins Team kommen. Also so kam das eigentlich alles so ein bisschen zustande.
Der eine ist jetzt Rentner, der hat gesagt, ich würde dir helfen gerne, der war Polizist. Also so quer durch die Bank, wo sie dann alle so mal fragen, hast du noch Plätzchen? Liebe Beate, vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen Einblicke in deine Arbeit gegeben hast. Du bekommst als Dankeschön die dir sicherlich wohlbekannten Mainz 05 Gummibärchen, aber in der Wortpiratin Gummibärchentüte. Lass sie dir schmecken und Ich sag Dankeschön, es hat mir auch Spaß gemacht. Wünsche euch auch alles Gute. Dankeschön. Und wir sehen und hören uns im Stadion. Im Stadion, in alter Frische.